Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, heute mit der Hertha aus Berlin. Ja, die Hertha in der letzten Saison war auch ja, lange Zeit im Abstieg verwickelt. Dann hat es zwischenzeitlich ausgesehen, als ob sie sich retten können. Aber gegen Ende hin wurde es nochmal ganz, ganz eng und dann hat man, ja, wirklich Glück gehabt. Am Ende hatte man genauso viele Punkte wie der HSV, aber das bessere Torverhältnis hat dann doch für die Berliner entschieden. Und so haben sie ja etwas glücklich diesen 15. Platz geholt und somit die Klasse gehalten. Ja, schauen wir mal auf den Transfermarkt. Bei den Berlinern hat sich in dieser Sommerpause nicht allzu viel getan. Neu im Team sind Wladimir Darida, er kommt vom SC Freiburg. Mitchell Weiser kommt von den Bayern. Und Sami Alagu, ihr kommt nach einer Leihe zu Mainz wieder zurück. Und verlassen haben die Berliner Johnny Heitinga, er geht zu Ajax Amsterdam in den Niederlanden. Marcel Njenge geht zum SC Paderborn und Fabian Holland geht zu Darmstadt. Ja, schauen wir uns mal den Kader der Berliner an. Im Tor haben sie Thomas Kraft, Rune Jahrstein, Marius Gersbeck und Nils Körber. In der Abwehr John Anthony Brooks, Sebastian Langkamp, Nico Schulz, Marvin Plattenhardt, Johannes Vandenberg und Peter Pekarik. Dann im Mittelfeld der Kapitän Fabian Lustenberger, Hajime Hosogai, Peter Niemeyer, Wladimir Darida, Per-Gilian Schelbred, Tolga Zigerzi, Jens Hegeler, Valentin Stocker, Alexander Baumjohann, Ronny, Enis Benhatira und Mitchell Weiser. Und im Sturm haben sie Genki Haraguchi, Roy Behrens, Salomon Kalou, Julian Schieber, Samuel Agui und Sandro Wagner. Ja, Trainer der Berliner ist Paul Dardai. Ja, er hat die Berliner in der letzten Saison übernommen, nachdem ja Jos Luhukay entlassen wurde. Ja, hat nebenbei auch die ungarische Nationalmannschaft trainiert, aber ist von diesem Posten jetzt zurückgetreten, damit er sich ja, vollkommen auf die Hertha konzentrieren kann. Und ich denke, das ist auch ja, eine gute Entscheidung, denn ja, es wäre, glaube ich, sicherlich schwer gewesen, da zwei Trainerämter zu übernehmen. Und so denke ich, ist das sicherlich für beide Seiten eine gute Lösung. Ja, wie gesagt, bei der Hertha hat sich auf dem Transfermarkt nicht so viel getan. Ja, man hat sicherlich mit Darida einen talentierten Mittelfeldspieler geholt, dazu noch Mitchell Weiser von den Bayern, auch er sehr talentiert. Ja, könnten durchaus Verstärkungen sein. Ansonsten, wie gesagt, hat sich nicht viel getan. Das ist die gleiche Mannschaft, die ja in der letzten Saison wirklich am Ende dann, da ist irgendwie komplett die Luft ausgegangen, man konnte nicht wirklich zusetzen. Ja, im Tor haben sie mit Thomas Kraft eigentlich einen sehr guten Torhüter. Ich denke, er zählt zu den besseren. Ja, die Abwehr ist ja, solide, würde ich mal sagen, aber auch nicht überragend. Und ansonsten, ja, wie gesagt, also vor allem im Sturm, ja, ein Kalou hat zwar ja ansatzweise gezeigt, was er drauf hat, aber auch zu wenig von einem Spieler seiner Klasse, meiner Meinung nach. Und ansonsten hat sich da auch nicht wirklich jemand herauskristallisiert, der regelmäßig die Tore schießt. Ein Schieber war zu Beginn an gut, aber ist dann auch in der Versenkung verschwunden. Also da muss wirklich einer in die Bresche springen, der regelmäßig trifft. Vielleicht ja, kann Sami Alagui, der jetzt von Mainz wieder zurückkommt, diese Rolle übernehmen. Aber trotzdem, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle das doch ein bisschen. Und ja, für mich die Hertha auch ein Abstiegskandidat, dass sich da wirklich nicht viel getan hat seit der letzten Saison. Und ja, auch bei der Hertha, so leid es mir tut, ähnlich wie beim HSV, ich glaube, dass die Hertha neben den HSV auch direkt in die zweite Liga absteigen wird, meiner Meinung nach. Und ja, für mich die Hertha, meine Prognose für die Hertha, der 17. Rang in dieser Saison. Und ja, das würde auch heißen, die Hertha müsste wieder zurück in die zweite Liga. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu Hertha BSC in der Saison 2015-2016. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie wird die Hertha in dieser Saison abschneiden? Glaubt ihr, dass sie absteigen wird oder nicht? Ja, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.